herzlich willkommen zur Phobien-Selbsthilfegruppe. Mein Name ist Michael und ich selbst habe auch eine Phobie. Ich habe Angst vor dem Wort, das man so buchstabiert. A-A-A-H, Ausrufezeichen. Dieses Wort. Ja, aber erzählt doch mal von euch. Fang du doch einfach mal an. Ja, hallo, mein Name ist Carsten und ich habe Angst vor... Entschuldigung. Entschuldige? Da! 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 Ach so, Entschuldigung, tut mir leid. Da! 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 Jede Entschuldigung. Okay, dann sollten wir darauf achten. Und wer bist du? Ja, mein Name ist Heike und ich reagiere panisch auf Wiederholungen. Aha, verstehe. Heike reagiert also panisch auf... Oh, jetzt hätte ich doch beinahe... Tut mir... Okay, okay, okay. Und was ist dein Problem? Ich heiße Vera. Mein Problem ist, dass ich mich vor peinlichen Pausen fürchte. Wie lang müssen diese Pausen sein? Das war schon ziemlich nah dran. Okay, dann sollten wir die Unterhaltung besser in Gang halten. Schön. Also wir... Ich bin zu spät dran. Entschuldigung. Da! Ah! Da! Okay, okay, ist okay. Also, das ist Heike und Heike hat eine Wiederholungsphobie. Das tut mir leid. Da! Ah! Da! Ah! Und was ist dein Problem? Bei Phobien anderer Leute muss ich bellen. Oh, ja, gut, dann sollten wir uns doch besser zusammenreißen, ja? Also, mein Name ist Michael und ich habe Angst vor dem Wort A-A-A-H, Ausrufezeichen. Dieses Wort. So, und das ist Vera. Vera hat Angst vor peinlichen Pausen. Oh, dann sollten wir die Unterhaltung besser in Gang halten. Da! Das hat er gerade schon gesagt. Entschuldigung. Da! Da! Können wir uns jetzt bitte ein bisschen zusammenreißen, ja? Also gut. Das ist Carsten und Carsten hat Angst vor Entschuldigungen. Ach, das Carsten, erzähl doch jetzt bitte mal der Gruppe, wie das alles bei dir angefangen hat. Na gut, also alles fing an, als ich zum ersten Mal in der Unterwäsche meiner Großmutter über den Schulhof lief. Ah! Entschuldigung. Ah!